Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei FIFA 17 The Journey. Ja, wir sind wieder in der Liga unterwegs, zu Hause gegen Bournemouth. Und wir stehen in der Startelf und in den letzten Spielen hat es wieder besser funktioniert. Ja, das 1:1 war jetzt ein bisschen ärgerlicher. War jetzt auch nicht wirklich verdient, aber was will man machen, damit muss man leben. Und wir sind Platz 8 auf der Tabelle oder in der Tabelle. Und das Social Media schreibt, Manish Basin schreibt, hart erkämpfter Zähler heute für Tottenham, aber Alexander dürfte trotzdem nicht zufrieden sein. Der will immer gewinnen und so sieht das natürlich auch aus. Und deswegen werfen wir uns heute genau sofort ins nächste Spiel. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch vorbelastet, so wie es aussieht. Immer noch ein bisschen kleiner Nachzieher von der roten Karte, aber das macht ja nichts. Ist ja nicht allzu schlimm. Deswegen starten wir heute zu Hause durch, hoffentlich. Und hoffen auch mal, dass wir mal in der Tabelle ein bisschen nach oben klettern können, denn das wäre schon ganz, ganz schick eigentlich. Und ich würde sagen, wir legen los. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch geht's gut hier in schönster Sonne. Und alles ist bereit für das heutige Ligaspiel am heutigen Nachmittag. Und da wollen wir einfach mal loslegen. Und ich bin gespannt, was wir heute so auf die Bühne bringen können. Wir haben ja immer noch unsere Geheimwaffe von den angeschnittenen Schüssen, ein bisschen aus der Distanz, die wir auch in den letzten Trainingssessions immer wieder trainiert haben. Und da ist der Ball jetzt erstmal weg. Scheiße. Aber das soll ja nichts mehr. Das soll ja gar nicht so schlimm sein, wie gesagt. Wir müssen uns da jetzt auch nicht unter Druck setzen oder sowas. Nur es wäre mal schön, wenn wir jetzt da mal wieder Leistung bringen könnten. Oh. Nein. Oh, hätte ich den Ball da bekommen, ne? Das wäre echt ein guter Einstieg gewesen. Okay. Gut. Also das Problem ist, ich lasse mich auch ziemlich schnell aus der Ruhe bringen. Und wenn mal irgendwie was nicht funktioniert länger oder irgendwie mal kurz der Haken nicht funktioniert oder was weiß ich, dann will ich das immer so erzwingen ein bisschen. Und das ist halt auch jetzt wieder kacke gewesen. Mann, dann musst du den Ball doch laufen lassen, mein Freund. So, jetzt haben wir ihn aber schon wieder. So, Spiel oben lang. Genau. Kannst du da den hier bringen. Und dann machen wir den hier und dann... Oh, schade. Aber genau so muss es laufen. Schöne kurze Pässe in die Spitze. Ein Häkchen und dann zack, fast in den Winkel gedreht. Ein kleines Stückchen hat da zwar noch gefehlt, aber für den Anfang nicht schlecht. So kann das gerne weitergehen. Ach ja, Freunde, hör mal. Butch mit dem Abstoß für Bournemouth. Die ja momentan 16. sind, wie wir gerade gesehen haben. Deswegen sollte das eigentlich eine machbare Aufgabe sein. Aber das haben wir im letzten Spiel auch gesagt, glaube ich. Und haben dann das 1:1 rausgeballert. Oder, ja, verschuldet quasi. Und deswegen sollte man sich gerade in der Premier League überhaupt nicht so sicher sein, ob das jetzt ein Gegner ist, den man besiegen kann oder der eine leichte Nummer ist. Nichts ist hier eine leichte Nummer. Alles ist hier komplette Konzentration. Und wenn die nicht da ist, dann kannst du das sowieso vergessen. Und das war ein schöner Eröffnungsball hier. Sag ich mal die Flanke. Oh, schade. Schöner Vorstoß, aber gut. Die Flanke hätte vielleicht auch ein bisschen besser sein können. Das war jetzt nicht so wirklich geil. Aber das will man machen. Oh, die Pässe sitzen heute nicht. Die sitzen noch nicht. Ist auch das erste Spiel heute wieder, muss man sagen. Aber das ist ja überhaupt keine Entschuldigung. Gradle. Arthur mit einem leichten Angriffsversuch. Jetzt Gosling. Langsam in die Spitze Wilson. Aber da ist die Tottenham-Abwehr natürlich zur Stelle von uns. Die steht eigentlich immer sehr, sehr stabil. Und das war ein richtiger Bullshit-Pass. Also ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Aber irgendwie scheint er wohl da irgendwie einen Geist gesehen zu haben. Nehmen wir die unten mal mit. Dann können wir mal gehen und können wir mal schießen. Und nochmal. Schönes Ding. Oh, das gibt's doch nicht. Vielleicht hätten wir den nochmal annehmen sollen. Oh, den haben wir. Ah, schade. Haben wir gekämpft. Nachsetzen. Jawohl, Jungs. Genau so. Nehmen wir natürlich das ganze Team mit. Diese scheiß Tricks immer, ne? Mann, ey. Irgendwann wird's funktionieren.
Irgendwann wird es funktionieren. Also ich muss sagen, ich bin ja auch so ein bisschen so ein kleiner, weiß ich nicht, der dreht mal gerne am Stick und haut da schöne Tricks raus und das ist viel zu viel Platz, Mann. Viel zu viel Platz. Wie kann man den da in der Mitte so gehen lassen? Da hat er auf jeden Fall gepennt, der defensive Verteidiger. Der defensive Mittelfeldspieler, meine ich jetzt, der damit nach hinten gekommen war. Der hat da gepennt und das geht gar nicht. Scheiße. Ja, so schnell kann es gehen. Gerade noch darüber diskutiert, wie einfach das Spiel dieses Team zu besiegen ist. Da, und dann liegt sie ja 1-0 hinten. Nice. Das soll uns nicht stören. Oh! Oh Gott, ey. Schade. Das soll uns nicht stören, wie gesagt. Wir konzentrieren uns auf uns, auf unser Team. Wir haben noch eine komplette Halbzeitzeit. Da sollte auf jeden Fall noch einiges gehen. Schon. Vielleicht noch vor der Halbzeit hier, das wäre wichtig eigentlich. Ah, das kriegen wir glaube ich nicht hin. 2 Minuten Nachspielzeit hier am Anfang. Schönes Ding. Ah, fuck. Fuck, vielleicht hätten wir da weitergehen sollen und nicht den Haken schlagen sollen. Aber was will man machen? 1-0 liegen wir hier hinten oder 0-1 eher gesagt. Ist jetzt nicht wirklich verdient, aber... Wen interessiert das? Also ganz ehrlich, am Ende zählt eh nur das Ergebnis. Deswegen sind sie da einmal durchgekommen in der 38. Minute mit Arthur. Durch einen natürlich auch einen klaren Abwehrfehler von dem defensiven Mittelfeldspieler da. Der da den Angreifer da einfach laufen lassen hat. Und ja, so dadurch dann den Raum gegeben hat. Das ist natürlich dann etwas scheiße. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir hier den Hebel wieder zurückbekommen. Jawohl, das ist schön gespielt. Und das ist Platz und das ist durch und das ist ein Tor! Ja, Mann! Wunderschöner Angriff. Mal das Spiel schnell gemacht. Kurze Pässe, zack, zack und Abschluss. Bam! 1-1. Es kann doch so einfach sein. Warum läuft das nicht immer so? Harry Kane mit den 1-1 hier. Wunderschön. Genauso muss man in die zweite Hälfte starten, wenn man in der ersten Hälfte den Rückschlag kassiert hat, sage ich mal. Jetzt kann er mir mal schicken. Kommander, schnell, Kommander. Ah, da drängt er mich ab. Da war vielleicht eine Ballvorlage zu viel. Hätten wir vielleicht mal eben abstoppen sollen und vielleicht nochmal einen Stürmer mitnehmen sollen. Eine Szene setzen, zumindest probieren. Vielleicht wäre das dann anders ausgesehen. Ah, da haben wir wieder Platz in der Mitte, aber ich weiß nicht, wo er. Der will gerade eher nach außen, ne? Ein bisschen das Spiel breiter machen. Oh, was ist das denn? Ich wollte eigentlich den Ball gerade kurz antäuschen. Aber das hat der Controller jetzt nicht so wirklich akzeptiert. Gerade keine Ahnung, was da los war. Aber was mache ich denn jetzt? Das ist so unnötig, ne? Aber wenn man da einmal drin ist, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, dann weiß ich nicht. Zumindest ist das bei mir halt so. Wenn ich da einmal drin bin, dann ist vorbei. Komm, Hunter! Komm, Hunter! Das gibt's doch nicht. Jetzt! Ja, Mann! Und was für ein Ding! Spiel gedreht. Gerade noch den Tricksfehler gemacht und dann einmal durchgetanzt. Ball abgewehrt, aber dann kam der Pass und dann zack, nicht lange gefackelt. Und dann hauen wir das Ding knapp unter die Latte. Ich sag ja, diese Distanzschüsse, diese verflixten Distanzschüsse. Einfach schick. Und die Fans sind am Start. Das Spiel jetzt gedreht natürlich. Das freut jeden. Das freut auch den Trainer. Und das freut natürlich auch uns. Schade. Ja, diese Atmosphäre ist einfach nice. Muss man einfach immer wieder sagen. Also was FIFA da immer rausholt als Atmosphäre. Auch die Fans und sowas jetzt mittlerweile so detailreich. Ich kann mich noch erinnern. Früher die Version. So Wackelpudding. Zuschauer,
Ich weiß nicht, ob das jemand noch von euch kennt. Aber die FIFA-Veteranen, die werden das natürlich auch noch kennen. Dieser Wackelpudding-Fanblock immer. Können wir den Spieler mal mitnehmen? Ich habe eigentlich einen Y-Pass gemacht, aber der kam nicht so wirklich in den Lauf. Und mittlerweile ist FIFA halt echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch. Oh! Aufpassen! Haben wir den einfach laufen lassen. Na komm. Verlieren. Oh, das ist zu einfach. Aber schön. Direkt wieder zurückerobert. Oh, schade. Schade. Vielleicht jetzt mal. Ah, schade. Schöner Angriff. Also FIFA 17 gefällt mir sehr, sehr gut. FIFA 16 hat mir nicht so Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat es halt gespielt, weil es halt FIFA war. Wenn man FIFA gerne spielt, dann spielt man das halt auch wenn es nicht so geil ist. Aber FIFA 17 macht mir in diesem Jahr viel, viel mehr Spaß. Auch der Club-Modus viel, viel besser. Man, gerade durch die Schüsse hat man halt so das Gefühl, man hat die Kontrolle, weil man die halt viel, viel besser jetzt kontrollieren und platzieren kann. Und das ist halt schon ein Unterschied. Oh, schön gemacht. Jetzt noch den Pass angebracht. Und das wäre nice gewesen. Schade. Aber wir haben den Einwurf, ne? Vielleicht mal ein Doppel... Oh, was ist das denn? Hey, ich habe gerade einen Doppelpass versucht. Oh, Hunter. Hunter. Hunter! Auf Wolke 7. Schön nachgesetzt, den Ball erobert und an den Spieler noch stehen lassen. Und gegen die Laufrichtung ins kurze Eck. Sehr schön gemacht. 3:1. Wir sind mit einem 0:1 in die Halbzeit gegangen. Und ja, das kann man... Oh, Schönhunter ist jetzt... Der ist jetzt on fire, der Typ. Der ist on fire. So kann man doch gerne mal ein Spiel drehen. Gefällt mir. Die Fans singen hier die Sprechchöre. Und dann ist das Spiel aus gegen Bournemouth. 3:1 gewonnen, die Dreierpack, den Dreierpunkte hier reingeholt ins Häuschen. Das sieht wahrscheinlich auch in der Tabelle dann wieder ganz anders aus, hoffe ich mal. Hier noch in der Halbzeit noch ein bisschen ungenau und in der zweiten Halbzeit dann alles gepasst. Du hast den Gegner im Mittelfeld zu oft den Ball gegeben, ja, haben wir natürlich ein bisschen zu leicht durch unsere Tricksterei den Ball hergegeben. Aber das soll uns gar nicht stören, denn wir haben die 3 Punkte nach Hause gebracht und eine Bewertung von 9,3 auch. Es ist doch schön. Es kann doch so einfach sein. Und jetzt bin ich mal auf die Tabelle gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Weil eigentlich müsste das jetzt richtig gut sein. Also wie gesagt, wenn die anderen Mannschaften gepatzt haben, vielleicht haben wir da ein paar Punkte gut gemacht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Einnahmen stehen momentan bei 407.000. Und ich hoffe, die Tabelle zeigt jetzt was Gutes. Natürlich, die Trainerwertung ist unverändert, also... Da dürfen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Genau, besonders nach diesem Spiel halt. Ne, das ist ja klar. 72er Bewertung momentan. 3:1 haben wir den Gegner hier nach Hause geschickt. Was wünschen wir uns denn mehr? Was sagt die Tabelle? Die Tabelle sagt noch mal gar nichts. Das nächste Spiel steht nämlich an. Im FA Cup am 22. April. Das Halbfinale, meine Damen und Herren. Also es geht um nichts Geringes als um das Finale im FA Cup. Schön, 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 schön. Die Tabelle sagt Folgendes. Wir sind 6. hinter Manchester City. Mit 62 Punkten. Ist nicht allzu weit weg. Aber jetzt auch nicht allzu nah dran. Und ja, schauen wir mal. Yeah. Yeah, I need to pay my bill. I've actually never done that before, so I'm gonna need all the help that I can get. Credit card? Yeah. I have. First one of those two, actually. Jim, didn't expect to see you here. No, well, Catherine's working and Alex is a minor, you see. So he needs a guardian here when he discusses contracts or had that slipped your mind. Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Fun company. Let's talk. Don't look so worried. This is good news. Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards.
Adidas billboards more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take part in a photo shoot. Day's work, Max. Photo shoot? I can do that. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more? It's probably less, to be honest. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy, about who Alex Hunter is. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. You're a star in the making, Alex. Just be sure it's the star you want to become. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ein nächster Sponsoring-Vertrag jetzt mit Plakaten mit Adidas haben wir jetzt, glaube ich. Ich glaube, da sind wir jetzt dabei. Michael Taylor schreibt schon, Rising Star-Talent Alex Hunter wird sein Können ab sofort in Adidas Ace 16 zeigen. First never follows. Schick, schick. Schick, schick. Und ich würde sagen, da gehen wir auch direkt gute Laune ins Training rein, oder? Also ich meine, sowas kann sich doch eigentlich gut auf die Laune auswirken. Was hat denn der Butler zu sagen? Alright, let's get to work. Nix. Okay, shooting from outside the box. Power is key, but control is what you need. Ja, ich denke mal, mit Distanzschüssen kennen wir uns mittlerweile sehr, sehr gut aus. Ich denke, da sollten wir keine Probleme haben beim Training. Natürlich ist es gut, das immer weiter zu trainieren, damit man da nochmal ein bisschen seine Skills verbessern kann. Zack! Ja, genau deswegen. Wow! Der war nicht mal drin, aber wir haben trotzdem die Scheibe getroffen. Sehr nice. Also hier ein bisschen mit wirklich harten Schüssen arbeiten, nicht mit angeschnittenen. Vielleicht wenn es sich ein bisschen, ja genau, bei solchen Winkeln kann man auch mit angeschnittenen Schüssen arbeiten. Da geht das auf jeden Fall sehr viel besser. Zack! Sehr gut. Also ich denke, mit der Übung sollten wir keine Probleme haben. Oh, schön! Boah, ich bin ja echt gespannt auf das FA Cup Spiel, ne? Halbfinale ist ja schon nicht unwichtig. Eigentlich. Zack. Und da haben wir das auch schon sicher. Können wir vielleicht mal nochmal einen harten Distanzschuss versuchen. Und nochmal einen. Komm hier. Bam. Oh, der Latte. Die gute alte Latte, ne? Ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte schon... Ich wäre das perfekte Paar Latte und Curry. Einfach Latte und Curry. Ja, ja, egal. Hört sich jetzt falsch an. Vergesst es. Vergesst es bitte. So, zeig, was du kannst und drin. Oh nein, nicht wieder mit denen. Oh, ich hasse diese Übung. Die ist so anstrengend. Jetzt kommen gleich die Spieler dazu und dann... Oh, nee. Oh, schade. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen Geduld haben. Das sieht doch schon besser aus hier. Zack. Schön, aber der Keeper ist halt immer so krass, ne? Und dann die Latte wieder, das gibt's nicht. Ich raste aus. Oh. Okay. Das kriegen wir hin. Vielleicht können wir mal ein bisschen am Tricksen arbeiten. Ah ja, so aber nicht, Kevin. Ja, immerhin. Da muss ich erstmal gerade wieder reinkommen. Wie gesagt, ich hasse diese Übung. Komm jetzt aber, mach ihn. Der hält ihn trotzdem, das gibt's doch nicht. Oh. Schöne Flanke. Das war mal schick. Das war mal echt schick. Okay, geh in die Laufrichtung. Bam. Oh, der hält ihn schon wieder. Und der ist trotzdem wieder da. Keine Chance. Angeschnittener Schuss, komm. Jawoll. Geht doch. Ah, das war ein bisschen zu hektisch wieder. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Übung nicht mag? Was ist das denn, Alex? Was machst du denn da?
Jawoll! Gib ihm. Lass mich los. Und jetzt angedreht. Nein, der ist trotzdem da, das gibt's doch nicht. Okay, das machen wir nochmal. Wie gesagt, das A müssen wir safe haben, Leute. Das geht nicht anders. Oh! Schade. Ah, der kommt, der kommt, der kommt. Schön stehen gelassen. Sehr gut gemacht. Oh Mann, aber der Keeper, der ist so krass. Jawohl, es geht doch. Oh, schönes Ding. Sehr schöner Dropshot. Oh, die Pässe. Okay, vorsichtig jetzt. Jawohl. Bisschen mehr Power hat er ja gesagt. Der Butler. Hallo, lass mich. Power. Nein, der kommt wieder. Ja, das ist so schwer, ne? Das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Aber wir haben immer mehr Versuche gebraucht. Guck mal, jetzt schießt man sogar das Tor drüber. Okay. Jetzt aber. Jawohl. Nice. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wird das noch was. Und dann müssen wir die Dinger mal reinmachen jetzt. Ah, komm schon. Nein. Ah. Oh, da ist gerade die Maus einfach ins Bild geflogen. Die wollten wir wahrscheinlich trainieren. Die Maus. Zack. Mach das Ding aus. Mann, das funktioniert einfach nicht. Okay. Jetzt, jawohl. Schön die beiden Spieler aufeinander gezogen. Jetzt rein damit. Jawohl. 20 Sekunden noch. Der ist wichtig gewesen. Komm schon. Jawoll! Gut gemacht, haben wir schon. Jetzt den noch reinmachen. 8 Sekunden noch. Oh, das gibt's nicht, ey. Mann, das B. Komm schon, bitte. Wir machen das jetzt, Leute. Wir machen das jetzt. Sorry, aber Training ist echt wichtig. Und ich will da wirklich das A immer anpeilen. Deswegen versuche ich halt, das auch immer zu kriegen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Aber ganz ehrlich, das ist ja meine Entscheidung, Freunde, ne? Ich meine, es geht ja um unsere Karriere hier mit Alex Hunter. Deswegen muss ich ja eigentlich denken, was das Beste dafür ist. Für Alex. Oh! Schade. Könnt natürlich trotzdem gerne Feedback da lassen. So ist das nicht. So war das jetzt auch nicht gemeint. Komm schon, Alex. Lauf, 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 lauf. Oh, schönes Ding. Also wir können ja auch aus der Distanz schießen. Das ist ja nicht so schlimm. Nochmal ein bisschen mehr Power. Oh, der ist halt immer da, ne? Sauber. Schönes Ding. Und jetzt rein damit. Das gibt's nicht. Der ist trotzdem da. Oh, das ist echt krass. Ich lade echt schon hart auf, ne? Wow! Alter, was war das denn, ey? Der macht da den Kreisel in der Luft. Okay, komm schon. Nein. Was ist das denn? Okay. Wenigstens das B hier safe. Komm. Oh, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Latte Pfosten? Was? Das ist echt krass, Mann. Okay, 18 Sekunden. Hartes Training heute, Leute. Richtig hartes Training. Jawoll. 9 Sekunden noch, komm schon. Vielleicht den noch. Nein. Haben wir noch, alles gut. Oh, okay. Ja, wir haben das B. Besser ging es jetzt nicht. Ich habe alles probiert, aber was will man machen? Und ich glaube, in der nächsten Folge steht dann das FA Cup Halbfinale an, oder? So wie ich es jetzt recht entsinnt habe. Voraussetzung ist natürlich, dass wir auch aufgestellt werden. Aber ich denke mal, da können wir auf jeden Fall sehr gute
Chancen haben auf die Startaufstellung. Schauen wir einfach mal rein. Oh. Oh, guck mal an. Ist da wieder jemand Spieler der Woche geworden oder im Team der Woche? Ich denke ja wohl. Nice. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ja, da sehen wir schon. Spieltag Tottenham gegen Swansea. Das sehen wir dann in der nächsten Folge übermorgen um 14 Uhr. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Halbfinale im FA Cup. Das wird ein Fest. Bis dann, Freunde. Und ciao.